rauskommt, funktioniert nicht so gut, es sei denn, sie verbinden die beiden Teile irgendwo. Und sie könnten es verbinden. Sie könnten es verbinden, indem sie sagen: Oh ja, die Ruinen sind so sinnoartig aufgebaut, so irgendwie in einer Art und Weise, dass es funktioniert, wie die Sinnio-Ruinen damals in Hardcore Soul Silver, die man nur durch ein Event erreichen konnte. War ein Blödsinn. Dass man dahin was macht. Aber das ist schwierig, muss man gucken, wie sie es machen. Außerdem, wie genau werden Inkognitos funktionieren ohne Kraftreserve? Auch eine Sache, die man mal interessiert. Nee, interessiert anschauen dürfte. Ein Schwarz-2-Remake wäre cool. Bäh, hör auf, ey. Hör auf. Bitte, bitte nicht. Um Himmels Willen. Wir brauchen solche Events zurück. Ja, wir brauchen solche Events, die irgendwo mal einmalig verfügbar sind, aber man sollte sie auch danach, wenn das Spiel abgelaufen ist, irgendwo trotzdem noch machen können. In irgendeiner Art und Weise. Ich hatte alle Inkognitos gefangen. Alle, was ist es, 28? Alle 26 Buchstaben plus Ausrufezeichen und Fragezeichen. Es war eine blöde Arbeit, die zu finden, weil die Dinger doof sind. Zu fangen sind sie auch nicht gerade einfach. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass jetzt gleich der Stream anfängt. Yay. Also ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ei, der Witzke, ey. Wobei, Premiere startet. Premiere heißt noch 2 Minuten Countdown, ne? Fuck diesen Scheiß. Haben wir 2 Minuten Zeit. Ach ja, ich hab's vergessen. Die haben noch einen bescheuerten Countdown. Ich meine, sie haben sogar den Live-Chat deaktiviert und sie haben im Vorfeld alle Kommentare deaktiviert. Ja. Typisch Pokémon Company. Ja, die sind solche Arschgeigen, die kommen. Also wirklich. Die lassen nichts an Feedback da in Kommentaren oder Live-Chat-Möglichkeiten. Gar nichts. Keine Chance. Da kommt nichts bei rum. Titel, Englisch? Nein, brauchen wir nicht. Das ist irgendwo total dumm. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Naja. Die obligatorischen 3 Minuten. Ich mag das auch nicht. Also, wenn es um Punkt angesetzt wird, dann ist es dumm, wenn man noch einen 2-Minuten-Countdown macht. Lass es 2 Minuten vorher mit dem Countdown starten und dann ist es gut. Jeder weiß Bescheid. Was ich okay finde, wenn YouTube erlauben würde, dass man im großen Stile sein eigenes Countdown-Gedings einbaut. Das hätte was. Das hätte was. Das ist bei dir nicht aktiviert. Kommentare kann man auch schreiben. Du bist wahrscheinlich auf der deutschen Seite, ich bin auf der englischen Seite. Naja, die Dislike-Rate geht eigentlich. 40.800 zu fast 600 ist okay. Bei Dislike ist eine Schande bei einem Pokémon. Das sind die Leute, die Nationaldecks wieder zurückhaben wollen und die haben absolut kein Recht, aber zu Breakouts überhaupt irgendwas. Die Typen machen nämlich alles viel schlimmer, als es ohnehin schon ist. Weil die vorherigen Generationen waren auch so: Hey, du hast deine bestimmten Anzahl von Pokémon da und der Rest bekommst du im Nachhinein. Durch DLC, Updates oder sonst was. So, dann schauen wir mal. Yeah. Was haben wir so Schönes? Hello. Das ist die Musik, ohne Scheiß. Ishihara from the Pokemon Company. Hello. Today, I have several announcements to share with you. Mehrere? Gut. Also ganz viel Sinnoh-Zeug im Hintergrund. Joto. To provide many ways for people to connect through Pokemon. I hope the titles shown today will provide fun experiences for everyone. Das ist ein schwarzes Pikachu, was ist das? Game I would like to show you is called Pokemon Smile. Please take a look at this video. Wirklich? Smile? Nein. Pokémon Smile. Time can be somewhat stressful for both kids and parents. Oh, come on, Alter. But it doesn't have to be when you've got Pokémon on your side. Why doll? With Pokemon Smile, turn toothbrushing time into a fun time.
Why? Brush together with Pokemon and rescue other Pokemon from cavity-causing bacteria. Do a thorough job ich mein, and catch the rescued Pokemon. Ich meine, ich kann es verstehen. Ich kann es nachvollziehen, dass sie irgendwo die Leute unterstützen wollen. Oh mein Gott, das ist irgendwo. Pokemon Smile turns a stressful time into a fun and exciting. Dass sie irgendwo den Leuten sagen, hey, kümmert euch Pokemon um euch, ne, kümmert euch um eure Pflege, sonst was, ja, aber meine Fresse, das muss man doch nicht wirklich in so einer Präsentation zeigen, meine Güte. Auch wenn die Designs für die Pokémon knuffig sind, wie sie hole. Um Himmels Willen. Oh, rettet mich. Smile. Pokémon Smile available now. Hurra! Um Himmels Willen. What did you think? Nein. Pokémon Smile was developed to turn brushing your teeth into a fun so kinderfreundlich. Es ist so kinderfreundlich. Kids develop good habits. Even kids who may not look forward to brushing their teeth. Kids can brush their teeth to oh, es ist schon mehr gestiegen hier bei den Dislikes. Wir müssen darauf achten. Pokémon Smile is a completely free app for Apple and Android devices and will be available after today's presentation. I hope you enjoy it. 10 out of 10. Wo ist Pokémon Sleep? Next up is a new kind of game experience that combines puzzle gameplay with a vibrant Pokémon Cafe setting. We're calling it Pokémon Cafe Mix. Please Pokemon take a look Cafe? At this video. What? Carp oder Jump 2, natürlich. Introducing a new Pokémon puzzle game. Pokémon Cafe Mix. You're the owner of a cafe that Pokémon visit. Fulfill their orders by challenging fun puzzles. Link Pokémon icons by swirling them around in this unique puzzle game. The puzzles keep on changing. Bruh. Enjoy preparing cute and yummy drinks and dishes. Bruh. Your How to make a franchise. Pokémon that love visiting. Bruh. Wir steigen. Pokémon will help you out at the cafe. Gott. Ist die DLC schon draußen? Okay. Muss sagen, die Outfits für die Pokémon, die sie da anhaben, ja, sind cool. Das kann man sagen, ja, die sehen ziemlich cool aus. Work alongside Pokémon to complete puzzles. As you progress in the Was ist das für ein you Spiel? Can expand your cafe space. Get new tools and expand your menu. Ich meine, allein von dem Format, was sie da haben, von der Größe her, das scheint ein Tablet-Spiel zu sein. Und es ist auf der Switch auch. Jesus Christ. Es muss ein Free-to-Play-Game sein. Wow. Ja. Kostenloses Spiel, Free-to-Play-Spiel. Könnte man mal reinschauen. Create a fun cafe with Pokemon while enjoying unique puzzle gameplay in which you link Pokemon icons 30 Minuten bis zum Download. Around as you go. Pokemon Cafe Mix is a free-to-start game that will be available soon on Nintendo Switch systems as well as Apple and Android devices. Mach den mal, ich lade mal kurz das DLC runter. Pre-ordering and pre-registering today. So I hope you give it a try. On to the next title. Trailer? Switch? Oh, das ist ein Bisofunk. Das ist ein riesiges Wailord. Oha. Ist es ein Pokepark 3? Oh nein, es ist Pokémon Snap. Hör auf. Erzähl mir, wie es ein fucking Pokémon Snap ist. Bruh. Sieht schon mal dreifach noch besser aus als Schwert und Schild. Von der Grafik, what the shit. Und alle so, yeah, Pokémon Snap ist zurück. Und ich so, was wollt ihr damit? Freut euch auf Pokémon Snap. Es wird so aussehen, wie die Pokémon-Spiele nie zu aussehen werden. Die Hauptspiele.
Oh, das Capodor ist RIP. Das Capodor ist dead. New Pokémon Snap. Okay. Under construction. Oh Mann. Pokémon Snap, okay. Which was released on Nintendo 64. Da habt ihr es endlich. Jetzt könnt ihr mal die Schnauze halten. Seid ihr zufrieden? Für komisches Pokémon Snap. Bruh. Bruh. Ich bin kein. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Nicht wirklich. Oh Gott. Gen 6 oder was habt ihr rausgebracht? Ich weiß schon, die ganzen Dislike werden jetzt steigen und denken: Oh mein Gott, der hasst Pokémon Snap. Ich sehe den Sinn dahinter nicht einfach. Players can enjoy the game in many situations. Mhm. Niantic recently announced that the annual Pokemon Go Fest events, which have been held in many cities around the world, will be completely digital this year. Oder so. And made accessible to players around the world. Oh, Kazuya, du hast gerade Pokemon Snap verpasst. Ein neues Pokemon Snap Spiel. Pokemon that is sure to bring players victory will also appear in game this year. We hope you look forward New to Pokémon Snap heißt das Spiel. Er sieht wunderschön aus. Ich sehe den Sinn ja noch nicht. 1500 Dislikes? Derbe. Ich meine, das erste Spiel war lächerlich, das zweite Spiel war auch lächerlich. Oh no, jetzt Mega-Entwicklung. Das triggert jetzt schon einige Leute richtig hart, ja. Dass da Mega-Entwicklungen in Pokémon Go reinkommen, aber nicht in Schwert und Schild. Mal schauen, wie viele Leute getriggert sind. 1500, okay. New take on Mega Evolution that is enhanced by Pokémon Go's unique gameplay. Das sieht interessant aus. Sag mal so, grafisch sah New Pokémon Snap dreimal besser aus als alles, was in Pokémon Schwert und Schild vorkommt. Dreimal. I'm happy to announce that the first part of the expansion pass for Pokémon Sword and Pokémon Shield, the Isle of Armor, launches today and will grow the game's world and bring new adventures for players. I imagine that many of you have already downloaded it. Wir werden gleich also direkt mal dann anfangen zu zocken. I hope you all enjoy your adventures in the new areas of the Galar region. To celebrate the launch, we have a few things planned. Oh ja, yeah, gibt direkt einen fetten Raid oder was? Was denn? Oh shit, Zeraora. Oh crap. Hello there. Miau, 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 miau. Das ist cool. Shiny. Oh, I like this one. Special Raids nur, oder? A special Max Raid Battle featuring the mythical Pokémon Zeraora. Darf man's fangen? Bitte sagen danken. If 1 million players around the world win this max raid battle while it is available, trainers can receive a special shiny Zeraora. Oof. I hope you team up with your friends and family to take on the challenge. Oof. Furthermore, as of a few moments ago, Solarian Farfetch'd now appear in Pokemon Go. Meine Fresse, Alter, da würde ich nämlich nicht reintrauen in den Jungen. Jesus. Wir werden Zeraora farmen, Leute. Das werden wir schaffen. Sag ich. Bin ich nicht sicher, ob wir es schaffen werden. Nix. There is another big project we're working on that I still want to share with you. You won't have to wait long, as I plan to share more news with you next week on June 24th. Wieso nächste Woche? So please look forward to it. Bye! Thank you for watching today's presentation. Hey, ich hab's gesagt, nächste Woche kommt noch eine Direct. Okay, cool. Also wenn sie nächste Woche groß was ankündigen wollen, dann ist es was Großes. Dann ist es was Großes, was sie separat machen wollen und diese ganzen Pokémon, Dingenskirchen, wir, what the fuck, wir putzen unsere Zähne. Das mit Zeraora ist cool. Das mit Zeraora ist verdammt cool.
Das muss ich zugeben, das finde ich geil. Das wird ziemlich chillig, weil wir alle Bohren-Pokémon mitnehmen können. Packt schon mal, nimmt eure Stahlobohr mit oder sowas. Also besser noch, nimmt Golgantis mit. Das Ding kann Kampfattacken. Elektro- und Kampfattacken, Golgantis, immun. Easy peasy win. Dann kommt Zoroark, keiner weiß es, aber da stand dran, dass Pokémon DLC sei verfügbar. Ja, das DLC ist verfügbar. Haha. Und meins lädt gerade noch. Von daher, hey. Hey ho, hoi, hey ho, hey, ja. Ich finde das super. Ich würde sagen. Was war das Highlight? Ich glaube, das große Highlight neben Zeraora. Klar, Pokémon Snap. Für Leute, die es mögen. Ich werde es mir nicht holen, weil ich verstehe es nicht. Ich sehe da keinen Sinn hinter. Es sei denn, es hat irgendeinen Sinn, man kann Pokémon dann übertragen. Coole Pokémon, gute Pokémon. In die Hauptspiele, aber ich denke mal nicht. Also so Bonus-Sachen, weil man kann ja keine Pokémon fangen. Man fotografiert sie nur. Okay. Sieht aber schön aus. Sieht schön aus. Doppelkämpfe in der Liga. Doppelkämpfe in der Liga kommen jetzt im zweiten DLC-Paket. Das ist erst im zweiten Teil drin. Leider. Leider. Ja gut.